Hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Heute geht es um Maut. Wir stehen kurz vor der Abfahrt. Heute ist Sonntag. Es ist vormittags, es ist wahnsinnig warm hier. Aber heute Abend geht es eigentlich los. Über Nacht fahren wir los Richtung Frankreich bzw. durch Frankreich durch. Und in diesem Video soll es mal ganz kurz um das Thema Maut gehen. Wer unsere Videos kennt aus den letzten Jahren, der weiß, dass wir uns das immer relativ einfach gemacht haben, was die Maut angeht. Wir sind nicht, und das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch niemals machen, einfach losgefahren und dann nach der Grenze im neuen Land rechts ran und dann erstmal irgendwie eine halbe Stunde da in die Schlange stellen, meistens bei brütender Hitze, und sich dann die Vignette kaufen. Wir haben das schon die letzten Jahre immer über ein ADAC vorher gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Da konnte man dann direkt die Vignetten vom ADAC holen und hat sich die hier reingeklebt. Und im letzten und vorletzten Jahr ging sogar alles digital. Außer natürlich zum Beispiel in Kroatien, wo man durch die Schranken durchfährt und sowieso immer vor Ort bezahlt. Ja, und jetzt geht es unter anderem um Frankreich, aber auch Spanien, Portugal und Italien. Und wir nutzen dieses Jahr nämlich, weil es super einfach ist, BIP and Go. Und BIP and Go ist ein kleines Gerät, das wird hier vorne angebracht an die Scheibe, und damit können wir die Sonderfahrspuren nutzen, wo man einfach mit 20-30 km/h durchfahren kann. Die Schranke öffnet sich automatisch, es wird erkannt, was man für ein Fahrzeug hat, und dementsprechend wird es abgerechnet. Wie wir das Ganze bestellt haben, das war nämlich auch relativ einfach, und auch wenn es ein französischer Anbieter ist, alles auf Deutsch. Das zeige ich euch dann mal jetzt. Und danach bauen wir das mal ein hier. Jetzt bin ich mal hier am PC und direkt auf der Seite bipandgo.com. Und da sieht man auch gleich auf der Startseite Telemaut Abonnement. 1,70 Euro pro gefahrener Monat in Frankreich. 0 Euro in den Monaten, in denen Sie den Badge nicht benutzen, plus Aktivierungsgebühr. Ja, und dann kann man ein bisschen scrollen, und was kostet die Telemaut? Da kann man sich dann angucken, dass es für Frankreich, Spanien und Portugal einmal ein Paket gibt und einmal das Paket plus Italien. Ja, dann gibt es hier noch die Vorteile der Telemaut BIP and Go, und wie das Ganze funktioniert, kann man sich auch angucken. Und dann gehen wir mal direkt in den Bestellprozess rein. Ich habe ausgewählt für Frankreich inklusive Spanien und Portugal. Das sind dann 1,70 Euro pro Monat, also in dem Monat, wo man das nutzt. In Spanien und Portugal sind es 2,50 Euro. Ja, und die Aktivierung und also die Anmeldung und das Zuschicken kostet dann einmalig 10 Euro. Eine Papierrechnung will ich nicht haben. Und ja, dann gab es bei mir noch ein Aktionscode Sommer1, und damit habe ich dann nochmal einen Sofortrabatt von 9 Euro bekommen, und damit habe ich dann tatsächlich nur 1 Euro jetzt bezahlen müssen. Ja, da bin ich mir nicht sicher, wenn ihr das macht, ob es diesen Rabatt noch gibt, könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich halt unsere Rechnungsadresse eingegeben, Name, allem drum und dran. Ja, und im nächsten Schritt gibt es dann die Zusammenfassung von dem Ganzen. Dann muss ich noch bestätigen, dass ich kein Roboter bin, und schicke das Ganze ab. Danach gibt es dann noch den Assistenten zur Erstellung des Lastschriftverfahrens. Dort muss man einfach nur seine IBAN-Nummer eingeben und die Eingaben dann auch bestätigen. Und da wird dann hinterher noch eine elektronische Unterschrift benötigt. Ist alles relativ einfach, es ist alles auf Deutsch und es ist super gut beschrieben. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht, und es war überhaupt gar kein Problem. Innerhalb von 5 oder, wenn man sich Zeit lässt, 10 Minuten hat man komplett hier alles abgeschlossen. Inklusive SEPA-Lastschriftmandat unterschreiben. Und dann heißt es, Abonnement BIP & Go erfolgreich abgeschlossen. Ja, und wenn du das Ganze dann bestellt hast, dann dauert es tatsächlich nur 4 oder 5 Tage, und dann kommt ein kleines Päckchen zu dir nach Hause, und da sind dann diese Sachen drin. Das ist einmal ein Bienvenue, ein Begrüßungsschreiben auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch und auf Holländisch. Und da steht auch genau drauf, wie du was zu machen hast.
Stand ist noch mit dabei, ein Bip & Go Heftchen, da ist auch nochmal alles genau drin beschrieben, welche Fahrspuren du nehmen sollst und alles. Also man kann im Prinzip nichts verkehrt machen. Und dieses Tütchen ist mit dabei. Das ist ein kleines Alu-Tütchen. Und da ist dann dieser Bip & Go drin mit seiner Halterung. Die Tüte auf gar keinen Fall wegschmeißen. Die hebt man auf, weil wenn man den nämlich dann aus der Halterung rausnimmt und mal nicht braucht, dann kann man den hier vorne in das Alu-Tütchen packen. Das ist wieder verschließbar. Und jetzt wird der auch nicht registriert. Also aus welchem Grund auch immer. Wenn man den mal nicht nutzen will, aber trotzdem in einem dieser vier Länder unterwegs ist, wenn der hier drin ist, kann man den ins Handschuhfach packen oder wohin auch immer. Und dann wird der nicht registriert, dann wird auch nichts abgebucht. Kann ja mal sein, dass man den Fall braucht. Deswegen das Tütchen auf jeden Fall aufheben. Ja, und jetzt mache ich den mal eben fest. Das geht relativ einfach. Hier ist so eine kleine Halterung und die soll hier oben neben den Spiegel angebracht werden. Und dann kann man den da reinklicken und dann ist er fest. Das mache ich jetzt mal. Das sollte relativ einfach und schnell gehen. Da ist nämlich einfach nur ein Klebestreifen drauf. Ja, gut andrücken und dann gucken wir mal. So, da ist er. Von dieser Seite zwar zu sehen, aber von der Fahrerseite aus ist der Spiegel davor, stört mich dann auch nicht. Fertig, aus. Ja, und wie praktisch. Ich habe gerade das Handy geholt, damit ich euch noch mal ganz kurz was von der App erzählen kann. Und genau in dem Moment, wo ich es in die Hand nehme, macht das Düdelülüm. Und dann ist hier von der App Bip & Go nämlich was drauf. Entdecken Sie neben dem Planer auch alle anderen nützlichen Tools für stressfreie Fahrten. Das liegt nicht daran, dass ich nicht lesen kann, sondern dass mir vor zwei Tagen mein Handy runtergefallen ist und ich hier an manchen Stellen nicht wirklich viel lesen kann. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt in Urlaub fahren, kann ich das nicht heile machen. Aber es funktioniert noch, es ist nur an manchen Stellen halt einfach schwer zu lesen. Ja, also die Bip & Go App ist auch ziemlich praktisch. Da kann ich reingehen und ich bin bereits angemeldet. Guten Tag, René. Und da sind dann komplett alle Sachen drauf, die ich eventuell gebrauchen kann. Einmal auf jeden Fall meine Rechnung. Also ich kann hier in der App immer sofort sehen, was ich verbraucht habe. Wenn ich irgendwo auf die Autobahn rauf bin und hinterher wieder runter und das Ganze wurde registriert, dann ist das auch innerhalb kürzester Zeit direkt in der App einzusehen. Das ist schon mal das eine Gute. Also wenn ich auf Verbrauch klicke, dann habe ich hier einmal meinen Verbrauch, meine Rechnung und ich kann auch auf Reservieren klicken. Reservierung, das ist dann, wenn man zum Beispiel einen Parkplatz reservieren will. In Frankreich, ganz praktisch, sind, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube mehrere hundert Parkplätze im ganzen Land, die man hiermit direkt auch bezahlen kann. Also auch mit dem Transponder hier oben wird das dann direkt registriert. Man kann reinfahren und rausfahren. Man braucht keinen Automaten mehr bezahlen oder sonst irgendwas. Auch ziemlich praktisch, zumindest wenn man in Frankreich unterwegs ist. In Spanien, Portugal und Italien, glaube ich, geht das nicht. Ja, und dann kann man hier dann auch noch gucken unter meine Dienste. Parken kann ich dann mir anzeigen lassen oder auch tanken, wo man tanken kann, wo man aufladen kann, wenn man ein E-Auto hat. Und so weiter, Autowäsche. Und hier oben kann ich sogar meine Route planen. Und da brauche ich nur eingeben, von wo nach wo ich fahren will. Und dann zeigt er mir direkt in der App die Fahrstrecke und auch die Kilometer und die eventuellen Kosten. Gut, das ist jetzt mit den Spritkosten nicht ganz so genau, aber zumindest, wenn ich auf Details klicke, kann ich genau sehen, wie viele Mautgebühren ich dann für diese Strecke bezahle. Dann weiß ich es im Voraus schon. Also sehr praktisch mit der App, finde ich persönlich richtig gut. Das Gleiche geht natürlich auch auf dem PC, da kann ich mir das genauso anzeigen lassen. Und ja, ich finde, übersichtlicher und einfacher geht es einfach nicht mehr. So, das war es eigentlich auch schon. Am Ende kann ich ja noch mal ganz kurz hier dieses kleine Heftchen, dieser Flyer, der mit dabei ist, erwähnen. Da steht nämlich auch genau drin, wie ich zum Beispiel auch die Fahrspuren nutze. Es ist eigentlich total kindersicher. Also man kann da nichts verkehrt machen, meiner Meinung nach. Hier steht ganz genau drauf, reihen Sie sich in die mit dem orangenen Tee
markierte Fahrspur für elektronische Mautbezahlung ein. Fahren Sie im mäßigen Tempo und halten Sie einen Abstand von 4 Metern zu dem Fahrzeug vor Ihnen. Der Pass, also dieser Pass hier, gibt einen Beep von sich, die Ampel wird grün und die Schranke öffnet sich. Sie können weiterfahren. Ja. Und dann gibt es dann halt auch noch dieses, entdecken Sie das Free-Flow-Mautsystem. Da sind dann Fahrspuren mit einer 30 oder mit einer 50 km/h drauf. Da darf man dann dementsprechend schnell durchfahren. Und ja, dann gibt es auch noch Fahrspuren, wo das auf eventuell 2 Meter begrenzt ist. Da sollte man natürlich dann aufpassen, dass man die nicht nimmt. Also super easy, einfach beschrieben. Wenn man das sogar dann noch im Fahrzeug drin lässt, dann kann man auch nochmal nachlesen, wenn man unterwegs ist. Perfekt, aber da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Für mich persönlich ist es eigentlich am praktischsten, weil es ist tatsächlich für 4 Länder, Frankreich, Spanien, Italien und Portugal. Wobei Italien ist jetzt bei diesem einen Paket nicht mit dabei. Italien ist ein extra Paket, wo man Italien mit reinnehmen kann. Wir haben jetzt nur das Paket mit den 3 Ländern, Frankreich, Spanien und Portugal. Reicht für uns für diesen Sommer aus. Und günstig ist es auch. Man zahlt einmal 10 Euro für das Zuschicken von dem Gerät, von dem Pass. Und dann wird halt ganz normal abgerechnet. Ja, das war's auch schon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, vielleicht auch den Bip & Go zu nutzen. Oder schreibt mal in die Kommentare, welches System nutzt ihr. Für Italien gibt es ja dann auch wieder ein eigenes System. Und da gibt es ja, glaube ich, ganz viele verschiedene. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr nutzt. Oder ob ihr das jetzt auch nutzen wollt. Und wir werden uns jetzt weiter vorbereiten. Heute Nacht geht's los, ab in den Urlaub. Also, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.